So, jetzt geht es dann los. In einer halben Stunde hole ich meinen neuen Kompressor. Mein alter hier, habe ich ja schon mal gesagt, der bringt keine Leistung mehr. Läuft bloß noch auf einem Zylinder verdichtend. Die werden unterschiedlich warm. Ich habe jetzt schon die Köpfe beide hier unten gehabt, die Ventile kontrolliert. Ich denke einfach, dass der Kolben ausgelutscht ist, weil er nicht mehr warm wird. Der komprimiert nicht mehr. Und der ist von 2006, der Kompressor. Ist viel gelaufen. Und ich weiß auch nicht, wo ich da die Teile herkriege. Vielleicht kümmere ich mich noch mal drum, aber ich besorge mir jetzt einen anderen. Den hole ich heute Nachmittag und ich bin schon gespannt. Der unterscheidet sich, hat keinen direkten Antrieb mehr vom Motor zum Kompressor, sondern einen Riemenantrieb. Es soll ein bisschen leiser und schonender sein. Hat einen größeren Kessel. Kann ich nämlich immer brauchen. Hat sich schon sehr bewährt, der Kompressor. Das Geld muss ich in die Hand nehmen. Aber es tut mir nicht leid. Ich habe mir jetzt den Kompressor Nachmittag geholt, direkt beim Verkäufer. Habe mir ein gutes Angebot gemacht. Ich habe noch ein bisschen gehandelt. Also nicht ganz den Preis bezahlt, für den er ausgeschrieben war. Hier ist noch ein Liter Öl dabei. Gedacht, das muss ich einfüllen, aber nö, der ist schon gefüllt. Ich rufe ihn trotzdem nochmal an, ob man die Füllung nochmal tauschen muss oder ob das zum Nachfüllen ist. Jetzt zeige ich euch den Kompressor mal. Das ist er. Ihr seht, der ist schon ein bisschen größer wie der alte, der wo ein Geist aufgegeben hat oder nicht mehr ganz so will, wie er sollte. Wie er dann funktioniert, das kommt einmal, wenn ich ihn benutze, dann in einem anderen Video. Bloß, dass ihr seht, den Größenunterschied. Also deutlich aufgerüstet. Bin pressluftmäßig jetzt besser aufgestellt wie vorher. Das ist die dritte Stufe, die ich erreicht habe am Kompressor. Der erste war noch kleiner wie der. Der war wirklich mehr so heimwerkermäßig. Aber mit dem kann man dann schon richtig lackieren oder auch mal ein Druckluftwerkzeug betreiben. 100 Liter Kessel und über 400 Liter Ansaugleistung, glaube ich. Ich habe es jetzt gar nicht genau im Kopf, müsste mit der Brille schauen. Und 10 Bar Betriebsdruck. Also da geht dann schon was. Das war's für heute. Ciao und Servus. Machen wir noch einen kleinen Geräuschpegel-Vergleichstest. Das ist der alte jetzt. Jetzt kommt der neue, erster Startversuch. Geräuschpegel. Deutlich angenehmer.